bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Gurkenwasser-Trink-Video ist so gut angekommen, dass ich mir gedacht habe, ich mache ein weiteres Trinkvideo. Und wie ihr hier seht, ich habe hier ein Würstchenglas und mein Glas, aus dem ich letztes Mal das Gurkenwasser getrunken habe. Jetzt könnt ihr euch bestimmt denken, was ich mache. Richtig, ich trinke Wurstwasser. Mal schauen, ob ich das schaffe, auf Ex auszutrinken. Bevor es jetzt mit dem Video weitergeht, möchte ich noch zwei Leute grüßen. Und zwar gehen Grüße raus an Rustik und Ali Chan. Ich hoffe mal, der Name war richtig ausgesprochen. Aber wie dem auch sei, ihr beide seid ebenfalls nominiert, die Wurstwasser-Challenge zu machen. Und alle anderen, die dazu Lust haben, können das auch gerne machen. Ich bin gespannt, wie mir das Wurstwasser schmecken wird. So, kippen wir das Wurstwasser in das Glas. Ah, ich habe gekleckert. So, das ganze das ganze Wurstwasser ist draußen. Ist leider nicht viel drin gewesen, aber immerhin 200 Milliliter. Zum Vergleich, Gurkenwasser hatte 300 Milliliter drin gehabt. Aber egal. So, die Würstchen bewahre ich mir für später auf. So, gucken, ob ich 200 Milliliter Wurstwasser auf Ex schaffe. Los geht's. Boah, ich hab's auch geschafft. Ich komme nochmal nach vorne. Ihr seht, das Glas ist komplett leer. Hier nochmal der Beweis. Nur ein paar kleine Tropfen. Aber ich habe es aufgeschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Wurstwasser aufschaffe. Aber ich muss sagen, es war sehr salzig gewesen. Aber auch irgendwie köstlich. Oh, das war ein guter Rülpser. Aber sehr salzig. So, ich beende mal wieder das Video. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wartet noch.